Oh Gott, das wird ja mal größer und weiträumiger hier. Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass man zu zweit so eine riesige Insel hinbekommt. 1000 Serpentinen hier. Warum hört man denn hier die Brandung immer noch so laut? Wir sind doch jetzt ein ganzes Stück vom Meer entfernt. Ach, hier haben wir wieder so eine Eulenstatue. Die könnten wir noch nicht mal benutzen. Na gut. Es wird irgendwie dunkler, habe ich das Gefühl. Ach, wir haben wieder 13:30. Gucke ich genau im richtigen Moment. Gut, ja, sind wir auf der anderen Seite. Verscheuchen jetzt hier noch die Möbel. Möwen. Wie komme ich denn auf Möbel? Vermöbeln wir die Möwen? Kann man auch mal machen. Aber dann protestieren wahrscheinlich die Tierfreunde unter euch wieder. Du kannst doch nicht die Möwen vermöbeln. Das geht doch nicht. Aber ich vermöbel mich ja hier auch oft genug. Und springe irgendwelche Abhänge hinunter. Müsst ihr auch mal machen. Macht extrem viel Spaß. Überhaupt, wer jetzt hier immer mal ab und zu sporadisch so reingeschaut hat und dachte so, oh, das Spiel ist ganz interessant, aber sich denkt, ah, der spielt ja ganz anders, ich hätte das so gemacht, ich wäre da lang gegangen, ich hätte sofort alles gefunden und so weiter und so fort. Dem kann ich wirklich nur mal empfehlen, sich bei Steam Miasmata anzuschauen. Ich glaube, das kostet im Moment 11,49 €. Schlag mich tot, wenn es falsch ist, aber ich glaube, das müsste so ungefähr stimmen. Und für den Preis kann man sich das auf jeden Fall mal anschauen. Ich glaube, ich habe gehört, dass die Spielzeit bei circa 12 Stunden liegt. Bei mir bei circa 100 Stunden. Steht auch extra nochmal in der Beschreibung. Bei PZ 100 Stunden. Das heißt, es wird ein Lebensprojekt, das wir hier angefangen haben. Wem das zu lang ist oder nicht so lange leben möchte oder kann, der sollte dann, keine Ahnung, an seine Generation abgeben, an seine nächste Generation. Da können dann die Kinder auch noch weiter gucken, wenn sie Spaß dran haben. So. Aber wir sind auch schon angekommen. Schöne Hütte. Gut isoliert. Zieht wahrscheinlich auch hier überhaupt nicht. Oh. Ich habe mich schon wieder erschrocken. Das ist der vierte, der hier nackig in seinem eigenen Blut liegt. Ist das, sind das Haare oder ist das seine Mütze? Auch ein schöner Bauchnabel. Tja. Okay, ich nehme es zurück. Ich glaube, es sind alle erstochen worden. Jeder hatte ein Messer. Ein blutiges Messer bis jetzt bei sich liegen. Ach, wir haben sogar ein Bett hier mit Bettdecke und so. Das ist doch schön. So, jetzt müssen wir doch aber eigentlich, wenn wir jetzt hier speichern. Ja, macht ihr die Flasche noch voll? Müssten wir doch eigentlich das auf der Karte angezeigt. Nein. Der Karte angezeigt bekommen. Ne, noch nicht. Hallo? Kann man hier nicht speichern? Doch, da ist eine Lampe. Ne, da ist gar... Was? Oh, hier sind auf jeden Fall... Ah, so, gut. Eine Karte des Außenposten... Ah, der Außenposten Tau, da hatte ich, glaube ich, auch schon mal von gehört. Okay, ja. Achso, da sind wir. Außenposten Tau. Was ist denn T2 und T1? Das sind dann die Außenposten Tau 1 und 2 oder? Weiß ich gar nicht. Cool. Ja, das würde ich mir jetzt gleich mal angucken, aber ich will speichern. Sonst stürzt das Spiel ab oder die Bestie kommt hier so reingelaufen und so. Und dann sind wir tot. Okay. Oh, schöne Decke auch. Was ist das für ein Vogel da? Zwitscher, zwitscher. Tja, wenn man das Haus halt so extrem blöd baut mit den ganzen Löchern drin, dann regnet es auch mal rein. Widerspricht dem ganzen Gedanken eines Hauses, aber okay. So, jetzt haben wir hier noch Fotos und Zeitungsausschnitte. Ja, also ein Stapel von Fotos und Zeitungsartikel, Ausschnitten. Colors, Lambast, was? Germ, Germ, Siri, Science, Hox. Als die Rate der Seuchentoten weiterhin gestiegen ist, oder weiterhin exponentiell, oder in exponentieller Rate gestiegen ist, hat dann die, was? Kanzler, der Kanzler? Kanzler Colors? Angefangen, aha, ja, toll.
kann man, das sind natürlich nur Ausschnitte. Keller, das ist, oder wie man das, Keller. Das ist der Kanzler. Der Kanzler der Insel, oder was? Mhm, was haben wir hier? Ich muss mal ab und zu hier. Ich glaube, ich habe mich auch so ein bisschen erkältet. Ich glaube, ich muss mal kurz was trinken. Ah, so, weiter geht's. Was haben wir denn hier? Also, Bonfire, Bonfire, ein gutes Feuer. Nationalist. Aha, Birn. Die haben die Akademie zu Asche verbrannt. Also ich blicke hier noch nicht ganz durch. Wie gesagt, ihr könnt es super gerne mal in die Kommentare schreiben oder mir eine PN schicken oder wie auch immer. Ich habe jetzt keine Lust innerhalb des Let's Plays mich da so mit zu beschäftigen, weil wir, glaube ich, sonst wirklich 1000 Stunden dafür brauchen werden. So. Da lag aber noch etwas. Zeig mal her. Eine Studie der Pflanze X. Oder zur Pflanze X. Okay, ich glaube, das ist aber nicht so wichtig. Dann ist er dem Fluss gefolgt und kam zu der Pflanze. People must have. Ich nenne sie Pflanze X. Es sieht so aus, als wenn die Klasse. Sie wächst oben auf dem was? Balbubus Husk. Das ist dann wohl das hier. Tief. Purple, likes, Was? Wie eine Banane? Aber hat den Geschmack, den süßen Geschmack von einer, Erdbeere. So sieht die aus. Agent X heißt, Plant X heißt das dann, dass wir die brauchen für den Agent X. Ich guck grad. Also die sollten wir uns mal merken. Merkt euch die mal bitte. Die wächst wohl dann auf irgendeiner Ruinenstätte hier, wie das hier abgebildet ist. Eine Karte haben wir leider nicht dazu. Notizen. Ich wollte nochmal kurz die Karte finden, die wir eben genommen haben. Nein, das müsste hier auf der nächsten Seite sein. Nein, hier auch noch nicht. Okay. Da, der Außenposten Tau. Das kann ich wenigstens mal aussprechen. Was sind das denn hier für zwei Dinge? Och, der musste. Vor allem, ich habe hier eben geschlafen und dann lassen wir den hier liegen. Ich meine, das muss ja auch stinken. Und wer hat das schon gern, wenn man dann mit einer Leiche im Haus schläft? Muss ja nicht sein. Oh. Oh, cool. Ah, ja, klar. Wir haben ja gerade die... Wir haben ja gerade die Karte genommen. Habe ich schon wieder vergessen. Ach Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Was sind das für Dimensionen? Ah, das ist ja riesig. Okay. Ah, das war gar nicht... Wir sind hier unten bei T1, glaube ich. Dann ist hier irgendwo... Wo war das, glaube ich? Hier T2. Und hier ist dann der Außenposten Tau irgendwo. Ist das der oder der? Das heißt, wir müssen weiter nur nach Norden laufen. Oh Gott, das. Ich dachte, ich würde das Spiel irgendwann mal durchbekommen. Ich meine, ich habe ja nichts dagegen, wenn das ein bisschen längeres Projekt wird, aber. Okay. Ja, dann wird es jetzt gerade mal wieder dunkel. Die Bestie macht sich gerade auch, glaube ich, bereit, um uns wieder zu jagen. Ja, 8:30. Dann würde ich sagen, schlafen wir doch nochmal eine Runde. Dann haben wir jetzt wahrscheinlich, ist richtig dunkel. Ja, richtig dunkel. Darf ich nochmal schlafen? Ich schlafe einfach mal in dem anderen Bett, trickst das Spiel aus. Nicht, dass er jetzt sagt, ja, ich kann nicht mehr schlafen, ich habe gerade schon geschlafen. Ah, das geht. Dann haben wir ja jetzt schon Tag 15. Okay, alles klar. Wo sind wir denn jetzt hier?
So, dann gehen wir nämlich weiter Richtung Insel Mitte. Kann man hier lang? Ja. Okay. Das ist ein kleiner Vogel. Wir haben lange keine Pflanzen mehr gefunden. Gespeichert haben wir, klar, durch das Schlafen gerade. Ja, haben wir auf jeden Fall wieder ein paar Fortschritte gemacht, indem wir jetzt die Karte aufgedeckt haben. Das Camp Tau mehr oder weniger gefunden haben. Ich weiß es nicht, ob es jetzt ein Außenposten vom Camp Tau ist oder wie die zusammengehören. Ob das alles zusammen das Camp Tau ist. Hallo? Da müssten wir in die Richtung. Aber da kommen wir gar nicht hoch. Doch, da ist ein Weg. Wer steckt denn die ganzen Äste hier hin? Na gut. Bin ich ja mal gespannt, was uns jetzt hier erwartet. Ich habe auch die Pflanze, glaube ich, schon wieder vergessen, wie sie aussah, aber okay. Gut, wir laufen jetzt hier nicht Richtung, wirklich Richtung Norden, aber das kann man hier halt nicht immer. Wir haben ja den Berg noch hier zwischen. Aber da wir ja hier auf dem Teil sowieso noch nie waren und das wirklich scheinbar eine abgeschlossene Insel mehr oder weniger zu sein scheint, laufen wir wahrscheinlich auch gar nicht so schnell wieder in ein Gebiet, wo wir vorher waren. Das heißt, egal wo wir jetzt hier sind, wir waren hier noch nicht. War das gerade eine Biene oder was, links? Ich habe mich gedacht gerade, weil mein Handy das vibriert hat oder so. Na gut. Okay, hier geht's, glaube ich, überall runter. Ich sollte ja nicht so laut laufen. Oh. Da paart sich gerade die hiesige Tierwelt miteinander. Muss ja auch mal sein. Wahrscheinlich zwei Eichhörnchen oder so. Paart sich die Bestie eigentlich auch? Ich meine, es gibt... Das wäre blöd. Stellt euch mal vor, es gibt zwei davon und dann würden die sich doch paaren. Würden die mich hier von zwei Seiten einkreisen und eine Familienfest feiern. Aber ich glaube, das sind Einzelgänger. Sture Einzelgänger. Genau wie ich. So. Was sind das für große Pflanzen da hinten? Ist das normal Farn, oder? Aha. Nee, die sehen jetzt nicht so aus. Ich kann jetzt hier nicht dauernd drüber tapsen. Wobei, ich könnte mir natürlich auch so ein Fackel nehmen. Ist zwar nicht dunkel, aber als kleine Vorsichtsmaßnahme. Oh, da ist wieder ein Außenposten. Cool. Oh ja, lecker, wieder was zu essen und ein Messer. Das sieht extrem gut aus. Da schlagen wir uns doch gleich mal den Magen voll. Können wir die Reisigfackel, die brennende Reisigfackel nicht da synthetisieren und oder untersuchen? Nein. Okay, das scheint hier so ein kleiner unbedeutender Außenposten zu sein. Ich würde jetzt hier gern speichern, aber keine Lust schon wieder zu schlafen und eine Pflanze findet sich hier nicht. Boah, schön. Moment mal. Es geht natürlich jetzt nicht. Doch, aber das bringt uns ja nichts. Aber wir machen das einfach mal, weil wir es können. Das ist jetzt einfach mal so aus Trotz. Für alle, die jetzt noch neu einschalten, wir triangulieren unsere derzeitige Position und haben jetzt links ungefähr einen halben Millimeter dazu gewonnen, auch wenn es nur Küste war. Oh, da hinten ist auch noch eine Insel. Moment, ich muss noch mal kurz hier reingucken. Kann man sich ja ein bisschen orientieren.